Hallo zusammen, heute ist der 3. Januar und heute sind wir etwas außerhalb von dem Standort, wo wir normalerweise sind. Wir sind normalerweise in Gedakbakur in West Bengal. Das ist ungefähr eine Stunde südöstlich von Kolkata. Und wir sind heute mal anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Gefühlt fünf. Ich weiß nicht. Anderthalb Stunden außerhalb gefahren. Wir sind jetzt hier in einer bisschen dörflicheren Gegend. Das ist jetzt so ein Platz von der Schule. Hier ist auch ein kleines Fußballfeld. Und der Plan für heute ist, dass wir heute durch die Dörfer ziehen mit verschiedenen Teams. Wir haben hier ein paar Leute von unserer Klinik dabei, die Krankenschwestern, auch ein, zwei Ärzte und unseren Wagen. Ihr seht auch da hinten die Mikrofonanlage drauf. Und der Plan für heute ist, dass wir durch die Dörfer ziehen, Flyer verteilen und Aufmerksamkeit kreieren für ein Event, was übermorgen stattfindet. Zwar übermorgen bei dieser Schule, am 5. Januar, findet ein Gesundheitstag statt, wo alle Leute von den Dörfern herkommen können, um sich untersuchen zu lassen, um Augen untersuchen zu lassen, um sich auf Tuberkulose screenen zu lassen. Und von dort aus dann den Weg in die Klinik, entweder nach Shish, also da wo wir sind, in Gedakbakur, oder nach Kalkutta findet. Hast du noch was zu ergänzen dazu? Irgendwie nicht. Also das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Einführung. Der Plan ist halt, wie gesagt, dass wir jetzt durch Dörfer ziehen. Die Teams werden gerade zusammengestellt. Wir wissen noch nicht genau, was abgeht. Wir versuchen ungefähr seit, glaube ich, einer halben Stunde zwei Teams zu bilden. Ja, also das Mikrofon und die Lautsprecher funktionieren auf jeden Fall schon mal. Und wie ihr seht, die versuchen ein Team zusammenzustellen. Und mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir fahren jetzt hier gerade durch die Dörfer, bisschen nördlich von Gedakbakur und versuchen Aufmerksamkeit zu schaffen für das Event am 5. Januar, wo die Leute sich untersuchen lassen können. Ein großer Auftrag von Shish, also von dieser Organisation, für die wir arbeiten, ist es, wirklich in die Dörfer reinzugehen und für die Menschen dort da zu sein, weil die aus den Dörfern sonst gar nicht rauskommen und gar nicht wissen, dass man sich die Augen untersuchen lassen kann. Und deshalb hat Shish immer einen großen Wert darauf gelegt, rauszukommen, zu den Leuten vor Ort, in die Dörfer zu kommen, in die Häuser. Und genau das versuchen wir gerade. Wir versuchen jetzt gerade mit dem Jeep durch die Dörfer. Und ihr hört im Hintergrund, wir machen Durchsagen über die großen Lautsprecher, die wir auf dem Dach stehen haben und versuchen Aufmerksamkeit zu kreieren für das Event am 5. Januar. Wir sind jetzt hier wirklich auf dem Dorf angekommen, hier so den kurzen Eindruck bekommt, so leben die Leute, so ursprünglich, ja, sehr viele Tiere da, Kühe natürlich, die hier heilig sind, die nicht jetzt geschlachtet werden, aber viele Ziegen, viele Hühner, hier hinten sind eine Ziege, auf Bengali nennt sich das Muttern. Und die werden natürlich gegessen. Die Frau hinter mir bereitet gerade ein paar Fische zu. Ein paar kleine Fische, die sie aus dem Wasser im Netz gefangen haben. Also insgesamt alles sehr, sehr ursprünglich. Und unser Auftrag ist hier gerade, dass wir Flyer verteilen, ein bisschen Aufmerksamkeit kreieren. Wir haben natürlich bengalisch sprechende Leute mit dabei, die die Leute darüber aufklären, was das Shisha-Hospital anbietet. Und wir gucken den älteren Leuten gerade gucken wir in die Augen, weil den grauen Star, den kann man relativ schnell sehen. Und gerade diese Leute, die armen, alten Leute, die wollen wir dazu motivieren, am 5. Januar zu diesem Event zu kommen, weil sie dort dann die Operation planen können für den Katarakt, für den grauen Star, dass sie innerhalb von 5 bis 10 Minuten wieder sehen können, also die Operation gemacht bekommen, dann innerhalb von 24 Stunden wieder vernünftig sehen können. Und die Operationen sind für die armen Leute halt kostenlos. Und deshalb wollen wir den Leuten darüber aufklären.
আপনার যদি চশমার দরকার হয় 50 বছর হয়ে গেছে চোখে পাওয়ারে আছে চশমার দরকার টাকা পয়সার জন্য নিতে পারছেন না চশমা ফ্রি 50 বছরের চশমা নেবেন একটা যে কোনো ফোন নাম্বার বলেন Didn't get you at the door und so liebe Sister hat mir eben erzählt, oh no, this, sorry, das ist das erste Mal für die Menschen ist, dass sie Ausländer sozusagen sehen, also jemand, der anders aussieht als sie. Und das ist total interessant, weil uns durch die ganze Zeit auch die Kinder hinterherlaufen, das ist ganz süß. Und was super angenehm hier ist, ist, dass es total ruhig ist. Also in diesen ganzen Städten oder auch da, wo wir jetzt sind, was ja keine wirkliche Stadt ist im Vergleich zu Kalkutta, es ist unfassbar laut und mit dem ganzen Verkehrslärm und dem Gehub und das hat man hier halt gar nicht. Und es ist so richtig schön, diese ganze Ruhe und Stille hier zu haben. Super viel Natur. Wir sind jetzt schon ungefähr 4 Stunden auf den Dörfern unterwegs und wir haben eine kleine Entourage an Kindern mit dabei. Do you like this? Do you like this? হ্যাঁ ও চোখ চুলকায় ধুলো টুলো লাগলে ওর অ্যালার্জি আছে What do you think is his weight? Your weight is 120, 100? No. Nah, nah. Koto. Koto. না না যদি অপারেশন করে তাহলে তো মাইনাস তো থাকবে না তো মাইনাস বড় আছে